Hallo, ich grüße Sie. Ich berate gerne in Bezug auf Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wir wissen, dass um unser Unterhalt zu verdienen, arbeiten gehen. Manchmal arbeiten wir gerne, manchmal nicht so gerne. Und ich habe in den letzten 25 Jahren viel Erfahrung gesammelt, wie man zufrieden arbeitet, welche Tools es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man sowieso die 8 Stunden am Tag mit einer Aktivität verbringt, wie man die so anders strukturieren kann. Es geht um die innere Haltung. Und ich weiß schon, dass die meisten unzufrieden sind, viele sind müde nach der Arbeit oder bekommen Burnout oder werden krank oder. Und was ich gerne tue, ist kleine Schritte zu machen, um zu erkennen, dass kleine Veränderungen, wie, aus welche, mit welcher Absicht zur Arbeit geht, dass die Arbeitserfahrung immens oder gerne oder ein bisschen verändern können. Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit, die wir im Moment tun, wichtig ist und dass wir da nicht immer alles geben oder alles reinbringen von das, was wir geben können. Und da haben wir immer einen kleinen Widerstand. Und deswegen ist es wichtig, ein bisschen gemeinsam zu schauen, welche Aktivitäten möglich sind, welche Potenziale da liegen. Manchmal möchte man was ganz anderes machen und doch dieses ganz anderes, es ist vielleicht auch möglich, erstmal in die Arbeit, die man gerade tut. Man sagt eben, Beethoven, wenn er auf einer Insel geboren wäre, wo es keine Musik gibt oder Möglichkeiten zu spielen, dass er dann was anderes gemacht hätte. Also Genie ist Genie. Wenn man bestimmte Qualitäten weitergeben möchte, dann findet man den Weg. Und das ist ein bisschen meine Arbeit. Tausend von kleinen Möglichkeiten, von kleinen Impulse, wie man die eigene Begeisterung, Talente auch in einem Büro, auch an der Kasse, auch in einem in der Geschäftsführung bringen kann. Man muss sich oft nicht zurückhalten, wenn die eigenen Fähigkeiten und Talente Brücke und Wege findet, in das normale Leben einzusetzen. Und das ist möglich. Und natürlich durch diese Ausrichtung, dieses Helfen, dass auch die Kunst, auch das Malen, die Musik, man auch in die eigene Arbeitsstelle reinbringen kann. Mit der Art zu sein, mit der Art zu sprechen. Das sind manchmal kleine Wege, so kleine Schritte, die auf dem Weg, um ein bisschen zufriedener zu sein, ein bisschen fröhlicher zu sein. Und ich garantiere, dass wenn man die eigenen Fähigkeiten mehr in das, was man sowieso tut, reinbringt, dass es sehr schnell eine Resonanz gibt, eine Resonanz von Kollegen, Arbeitgeber und. So, das ist nur jetzt ein kleiner Impuls, damit Sie sehen, wer ich bin und wie ich wirke. Dankeschön.